Hey Leute, Crybex hier, was geht euch, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute. Wir sind heute mal wieder hier in Paul Berger Hills unterwegs, Leute. Und heute würde ich sagen, gucken wir mal nach dem Haus von unserem Erzfeind Banks, Leute. Da haben wir letztes Mal diese Invisible, also so eine unsichtbare TNT-Falle gebaut. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich glaube, wir haben Banks fertig gemacht. Ich glaube, wir haben unseren Feind zerstört, Leute. Wir gucken hier mal rein. Hä? Obwohl, warte mal. Warte mal, die Küche ist anders als davor. Das hier war davor auch nicht. Ich glaube, die Bombe ist schon hochgegangen und Banks hat das hier schon wieder repariert. Naja, Leute, ich hoffe... Ich hoffe, wir haben ihn auf jeden Fall ordentlich geärgert durch den Prank. So, wir gucken mal hier unten. Oha, ja, hier ist ein riesiger Krater hier drunter. Also ich glaube, er hat sein Haus schon wieder repariert, Leute. Gut, also ich denke mal, unser Prank mit der unsichtbaren TNT-Falle war dann wohl erfolgreich, Leute. Hahaha, den haben wir fertig gemacht. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, der Nachbarschaftskrieg ist jetzt beendet, kann man ja mal sagen. Warte mal, wir gehen mal kurz rüber zu Candy. Ich sehe den da, oder? Achso, nee, das war ein Bild. Candy? Candy! Ach, da unten Flauschi, bist du! Bist was für Flauschi? Höre ich mich an wie Flauschi oder was? Achso, hey Max, was geht? Na, hey, alles gut? Guten Tag, du darfst hier ruhig reinkommen, ja, als Bürgermeister. Bro, hast du gesehen, ich hab Banks richtig fertig gemacht. Boah, das war der Knall gestern Nacht? Hast du den Knall gehört? Ich stand hier und auf einmal BAM! Und ich denke, Alter, was ist denn jetzt los, dachte ich mir. Das waren acht TNT-Loren, die ausgelöst wurden. Acht Stück? Ja, ja, ich hab, das hat richtig geknallt. Bro, das geht aber ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Ja, Bro, der hat eine Rakete in mein Haus reinfliegen lassen. Nee, das, ich sag, nee, finde ich nicht gut. Das ist, nee, tschüss. Hä, was soll denn das jetzt heißen? Spaß, Max, der hat dich doch auch zurückgeprankt. Ja, wie, der hat mich zurückgeprankt. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, du meinst jetzt nach der unsichtbaren Falle? Danach, der hat gesagt, haha, der wird schon sehen. Dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, das, was ich gemacht habe, das kann man nicht mehr toppen. Das heißt, der hat den ultimativen Prank gemacht. Nein, nein, ich war noch gar nicht bei meinem Haus. Was denn jetzt los? Wo ist hier der Ausgang? Nach Hause. Es gibt keinen Ausgang. Du bist gefangen. Komm mit. Nein, 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 Leute. Nein, nein, nein. Ey, ich hoffe, der hat jetzt nicht hier wieder mein... Oh, nein, nein, nein. Ich dachte, dieser Nachbarschaftsstreit wäre zu Ende. Mein Haus. Aber es steht zumindest noch. Hey, nein, noch da. Die Scheiben. Hä? Was ist mit den Scheiben? Was ist denn da? Bro, hat er alle Eingänge, alle Fenster und Türen mit Obsidian zugebaut? Nein! Hallo iCrymix, viel Spaß mit deiner neuen Deko. Liebe Grüße, dein freundlicher Nachbar Ben. Na gut. Niemals. Zum Glück habe ich eine Effizienz 5 Netherite-Hacke. Bro, das sind 3 Stacks gefühlt. Wie lange hat er dafür gebraucht? Warte mal, was ist hier drunter? Hier ist irgendwie Redstone drunter. Oh, nicht abbauen, nicht abbauen. Warte mal, was ist denn das hier für eine Redstone-Sche... Nein, Bro, da ist TNT unter meinem Haus. Ey, warte mal, wenn du jetzt hier das Obsidian hier abbaust, dann löst das aus. Mach hier nichts Falsches jetzt. Mach hier nichts Falsches. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Banks, du Ehrenloser. Aber wir haben seinen Prank durchkreuzt. Warte mal, ich muss das hier direkt mal entschärfen. Oh mein Gott. Okay, ich dachte, es wäre schon Prank genug, dass er alle meine Eingänge zugebaut hat. 1, 2, 3, 4. Das war aber nur eine Ablenkung. Oh, wie viel? Ach, TNT. Ey, er wollte mich komplett hops nehmen. Ey, Leute, checkt ihr das eigentlich? Aber wie blöd ist der? Der hat das hier oben offen gelassen. Ich glaube, ey, Bro, ich wäre niemals drauf gekommen. Hätte ich diesen Block hier... Obwohl, warte mal, ich guck mal wirklich, dass das erstmal entschärft ist. Ey, hätte ich den Block hier weggebaut... Und hätte das hier nicht gesehen, mein Haus wäre in die Luft geflogen. Alter. 8 TNT. Bro, 8 TNT. Digga, weißt du, wie saftig das ist? Warte. Max! Er hat alle meine Dias geklaut! Oh mein Gott, hä? Wie viel Aufwand hat der betrieben? Okay, das ist krass, das ist krass. Bro, das dauert Tage, das alles abzubauen! Alter, ey, das wird echt richtig lang dauern. Selbst wie lange brauchst du für einen Block? Warte mal, selbst mit meiner Effizienz 5 Netherite. Warte. Okay, 3 Sekunden mindestens. 1, 2, 3. Ja, 3 Sekunden. 3 Sekunden pro Block. Und hier ist ungefähr ein Stack. Leute. Das heißt, du bist hier mindestens 10 Minuten nur mit Abbauen beschäftigt. Ja, Minimum. Oh mein Gott, Leute. Okay, Banks. Alter. Er hat mir erstens, ich muss sagen, ich fange langsam an, Banks als meinen Feind zu respektieren. Weil ich mir sogar denke, okay, das war wirklich eine gute Idee. Aber Leute, das bedeutet, der Nachbarschaftskrieg ist doch noch nicht vorbei. Das wird doch wieder Rache geben. Jetzt fängt er erst richtig an, weil jetzt bin ich mit dabei. Max, ich habe
habe direkt eine Idee, wie wir es ihm heimzahlen. Ja, ich habe auch schon eine Idee. Weil er ist richtig ehrenlos. Er weiß, dass wir stundenlang das abbauen müssen. Oh mein Gott, das ist wirklich viel Arbeit. Ich habe was noch viel Schlimmeres. Was hast du denn? Das, was ich habe, da kann er tagelang abbauen. Da wird er in einer Woche noch die Auswirkung von spüren. Ja, das, was ich denke, auch. Warte mal, wir sagen beide gleichzeitig auf drei an, was wir denken. Vielleicht haben wir den gleichen Prank im Kopf. Ja, drei, okay. 3, 2, 1, Bote! Bote! Ja, oh Bote! Mein Gott! Ja, Bote! Was? Alter, Bote! Wir haben an den gleichen Break gedacht. Okay, krass. Bro, krass. Bote sind das Nervigste in Minecraft, Leute, was man sich vorstellen und zwar, kann. Es gibt einen Minecraft-Prank. Da spawnt man ultra viele Boote, in der das quasi sein ganzes Haus voll mit Booten ist. Und ja, das ist eben sehr, sehr nervig zum Abbauen. Das ist noch schlimmer als Obsidian. Das werden wir heute machen. Ey, er hat sogar die Scheiben rausgeschlagen. Ey, Mann. Weißt du, wie aufwendig das ist, dieses ganze schwarze Glas wieder zu besorgen? Weißt du, wie aufwendig das gewesen sein muss, ein Stack Obsidian zu farmen? Ey, okay, ja, er hat richtig Mühe gegeben. Weißt du was? Alter! Candy, ich mach das später alleine. Das dauert mir hier zu lange. Ja, das ist, okay, das ist hier langweilig. Wir müssen jetzt die Rache planen. Und Leute, an der Stelle lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und jetzt am Wochenende läuft nämlich immer im Shop iCramix.shop noch die Osteraktion. Bei jeder Bestellung gibt es eine handsignierte Autogrammkarte mit dazu. Also Leute, checkt das auf jeden Fall aus. iCramix.shop, ihr wisst Bescheid. Und zwei neue Produkte, die Cap und Schultertasche. So, okay. Wow. Kurz Werbung in eigener Sache. Ey, okay, aber weißt du, was wir dafür als allererstes brauchen? Ganz viel Holz. Und das habe ich auch. Komm mal mit. Komm mit in meinen Lagerraum. Okay. Ich habe richtig viel Holz für den Prank. Den werden wir zeigen. Alter. Also ich sag dir ehrlich, der wird nicht mehr glücklich werden in seinem Haus. Ich sag dir, er hat sogar... Egal, der Kleine. Nein! Der Kleine. Bro! Ich muss wirklich sagen, ich respektiere Banks wirklich als mein Feind mittlerweile. Das gibt's so. Das war wirklich eine gute Idee. Muss ich ihm lassen, ne? Lass uns noch mal im Haus gucken, wo er noch was vorbereitet hat. Das kann, ja... böse Überraschung hast. Das kann schon... Alter, da oben, ey, wie viel... Oh mein Gott, man kommt nicht mal die Treppe hoch! Oh, Mann, ey. Bro. Das heißt Krieg, ich sag dir ehrlich. Gar keine Gnade. Und wenn du denkst, wir haben genug Boote, dann noch ein Stack. Bro, aber ganz ehrlich, mein Prank mit der unsichtbaren Falle war, glaube ich, auch krank. Weil das Ding ist, man sieht's nicht, man riecht es nicht, man hört es, oder man hört es, wenn man es auslöst, aber man läuft in seinem Haus rum und auf einmal einfach boom. Haha, das ist auch wild. Alter, hier auch nochmal, ey. Das ist wirklich ein nerviger Breakback. Das muss ich ehrlich sagen. Okay, du hast es geschafft. Wie viel hatte der denn? Das ist wirklich krass, so viel Obsidian zu farmen, ey. Wie viele Stunden hat der Obsidian gefarmt? Und das wo ist vor allem? Wirklich krass. Gibt's doch gar nicht. Das ist wirklich, wirklich krass. Naja, gut. Okay, ich glaube aber, mein Haus ist ja auch noch nicht ganz wieder repariert. Aber ey, ganz ehrlich, Candy, guck mal, ich dachte mir, ich habe ja hier mein Haus quasi neu repariert mit so ein bisschen Grau außenrum. Finde ich eigentlich auch cool. So ein bisschen er hat so eine Rakete ja auf sein Haus geschickt. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's auch gesehen, Leute. Ja, für die es nicht gesehen haben, hier mal der Ausschnitt. Oh, Zündung! Die Rakete zündet! Boom! Ja, er hat wirklich eine fette Rakete in mein Haus fliegen lassen. Okay, jetzt komm. Ja, und ich war zum Glück nicht dabei, aber lass uns jetzt Holz besorgen. Ich weiß, dass du dabei warst, aber du kannst wieder gut machen. Pass mal auf, wir machen hunderte Boote in sein Haus rein. Wir müssen das richtig machen. Warte mal, ein Boot sind noch 5 Holz. Das heißt, damit hier kriegt man 12. Was ja, denn okay. Also ich glaube, damit kriegt man schon so an die 100 Boote. Das wird schon krass. Eisen, was... Die 100.000. Doch, in meiner Enderkiste. Wie viel Eisen brauchst du denn? Wir brauchen Trichter. Lass uns mal 3 Trichter mitnehmen. Dann können wir nämlich übertreiben. Warte mal, hier sind 20 Eisen. Ja, meint ihr, das reicht mit Booten? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ja, 96. 100 Alter. Boote werden wir in sein... Und eigentlich, ich werde noch ein bisschen TNT mitnehmen. So. Ich denke, ich habe alles dabei. So. Wir werden nämlich die Bootfalle und eine Explosionsfalle machen. So wie er das auch bei mir machen wollte. Mit Skulk-Sensoren hier wieder. So, da werde ich nämlich dann nochmal wie letztes Mal so mit Aktivierungsschienen. Zack, zack. Das wird, also heute wird Ehrenentwendung. Leute. Bangs, das ist die Rache für diesen weiteren Prank. So, machen wir mal mit 2 TNT-Loren. Ich will ja nicht übertreiben. Obwohl, er wollte bei mir mehr... Ach komm, egal, ich mach 2. Ich will ja nicht wieder sein ganzes Haus zerfetzen. Okay, komm, let's go, Candy. Okay, es geht los. Der Prank startet. Wir brauchen Codenamen. Wir dürfen uns nicht bei echten Namen nennen. Okay, Codename. Wie heißt du? Nenn mich Mr. Berger. Da wird er niemals drauf kommen. Okay, und ich bin Andy. Andy, okay. Oh, da würde ich auch niemals drauf kommen. Also, das ist das Casino. Ich habe schon fast beim Casino angefangen. Ey, pass auf, Junge. So, komm mal hier. Ich bin in seinem Haus drin. Ja, wir müssen mal gucken, wo genau die Mitte ist. Ja, da ist... Hier ist gut. Guck mal, ich bin über dir. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier lassen wir die Boote nämlich gleich rein crashen. Hunderte Stück. Ja, haha. Okay. Ich komme mal zu dir hoch.
Ja. Oh mein Gott, das wird richtig gut. Ich brauche so eine kleine Konstruktion. Das wird auch ein bisschen technischer jetzt. Ja, ja, ja. Ah, du machst hier mit so einer Redstone-Clock. Ja, die mache ich auch. Den Werfer habe ich dir ja gegeben, ne? Werfer habe ich, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, weil wir brauchen auch Wasser erst. Ja, ich habe Wassereimer, habe ich dabei. Ja, mach mal da Wasser hier rein, wo ich jetzt hier so stehe. Hier. Ja, genau. Aha. Das ist das Bein. Warte, ich habe auch noch Wasser, ich habe auch noch Wasser. Oh, so, perfekt. Teamwork, bam. So, Werfer, bam. Ja. In den Boah. Werfer geht mit einem Trichter rein, aus einer Double Chest. Oh so, mein Gott, das ist da haben wir überall die Boote rein. Ja, ich mache hier schon mal noch eine Double Chest. Ja, und noch eine Double Chest, heißt drei Double Chests voll mit... Damit werden wir gleich richtig Boote spammen. Bangs, dein Haus wird zugespammt mit Booten jetzt. Das wird Wochen dauern, bis er die weg hat. Ja, ne? Er wird einem Server-Admin schreiben. Ich sag dir jetzt, er wird einem Server-Admin schreiben. Bitte weg. Sein Haus ist verloren. Sein Haus ist danach verloren. Das war's. Ich glaube, dann haben wir das Prank-Duell gewonnen. Okay, ich mach jetzt schon mal, ich fange schon mal an, Boote zu machen. Okay, Leute, wir legen jetzt hier mal schnell alles rein, damit wir richtig schön viel Ding machen können. Schön viele Boote. Okay, let's go. Das wird hier gleich alles zugespammt bei ihm. Bro, ey, das wird gleich so alle in sein Haus rein. Das wird gleich ich so Ich schieb abgehen. Noch welche nach, ne? Also wir hören da nicht auf. Ich mach Hast weiter. Hast du noch Holz? Ja, klar. Warte mal, wie viel ist eine Doppelkiste? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 6 mal 9 sind 54, oder? Ja, 54. Nochmal 54. Voll. Hä, wie viel haben wir denn? Die Trichter sind auch noch voll, ne? Die Trichter also. Sind auch Also das hier sind alleine, nur in den Kisten. Hast du was gehört? Hallo? Oh, ich dachte gerade, Banks wäre hier. Oh, alles gut, alles wow, gut. Okay, also das okay, sind irgendwie okay. so circa 200 Boote gehen da rein gleich bei dem. Also das wird komplett geisteskrank. Sollen wir starten? Mach mal einen Knopf und teste mal überhaupt, ob überhaupt eins funktioniert. Vielleicht haben wir uns auch vertan und gar nichts funktioniert. Deswegen, warte. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber es fällt nicht runter. Das heißt, es wird hier gleich sehr voll. Ja, aber man kann dir anstoßen, man kann dir anstoßen. Oder wir bauen den Block da drunter ab. Aber ich kenne das auch nicht so, wie du das machst. Also ich hätte das jetzt auch anders gemacht generell. Ja, aber man kann, so wie du das meinst, kann man nur 15 auf eine Stelle machen und muss dann aufräumen. Ah, und da muss man die mal kurz wegschieben. Warte mal, ich teste mal. Deswegen nimmt man das voll automatisiert. So. So, guck mal jetzt, glaube ich. Warte, ich teste nochmal. Guck mal an. Und dann hier so anschieben an der Seite. Ne, lass hier so aufmachen und jetzt fällt es hier runter gleich, wenn wir hier Wasser noch hin machen. Ja, und was, wenn wir das Wasser wegmachen, dann fällt es runter. Da muss Wasser hin, weil sonst die Boote nicht spawnen. Warte, wenn wir da das Wasser weg. Ja, aber wir spawnen gleich. Die erstmal an und dann nehmen wir es weg und dann fällt es runter. Oh, jetzt bin ich einfach noch runtergefallen. Ja, das stimmt. Ja, wenn nicht lass mal uns einfach mal gucken, was passiert. Wenn nicht lass mal wir das starten. Immer mit 15 und dann wieder die nächsten. Lass mal starten, gucken, was passiert. Okay, komm, hau rein. Okay. Okay. So. Let's go. Ist es scharf? Oh, okay, 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 okay. Starte. Es geht los. In 3, 2, 1. Oh, 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 wow, wow, wow. Okay, also okay, okay. Übel viele Boote hier. Oh wow. Mein Gott, es verteilt jetzt hier schon. Stopp mal, stopp mal, stopp hey, mal. Stopp. Wir müssen ja gucken, ob wir die runterkriegen. Wir müssen runterfallen. Fallt runter, ihr Boote. Ja, Bro, das war total dumm. Nein. Wir müssen das unten so, aber unten in dem Raum bauen. Das bringt hier oben gar nichts. Doch, die sollen runterfallen. Schwerkraft, fang an. Oh mein Gott, das dauert wirklich ewig, die allein jetzt schon. Ja. Ja, Bro, deswegen wollte ich das auch unten bauen. Die sollen runterfallen. Ja, passiert aber nicht. Ja, warte, das kriege ich aber hin. Ja. Also okay, wenn man Wasser wegmacht. Ah, so geht's, so geht's. Ja, aber ja. Die bleiben bei, warte, die bleiben auch bei der Laterne da hängen. Ich mach die Laterne immer weg. Ja, okay, okay, okay. Ja, jetzt droppen die runter. Okay, okay, starte nochmal, gib Gas. Okay, warte, hier das noch weg. Boah, hier sind so viele. Warte, das ist voll aufwendig, die wegzumachen. Das okay, mal, jetzt, warte. Die droppen jetzt hier gerade alle runter. Ich kann starten, wenn du willst. Ja. Ich starte in 3, 2, 1. Oh, warte, sorry. 3, 2, 1. Die fallen nicht runter, stopp. Stopp. Warte, wenn das genug sind, dann knallen die auseinander. Doch, wir müssen einfach durchhalten, warte. Ja, das, oder stupst die mal an, berühr die mal, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, die droppen die. Oh mein Gott! Ich muss hier oben zumachen. Oh mein Gott, Bro. Ich schließe den Raum hier mal. Okay. Oh mein Gott, die hängen sogar in der Luft, Alter. Okay, bist du bereit? Ja. Ey, die alle weg zu machen. Ja, hau rein, starte das Ding. Geht. Ja, noch stacken die, aber die knallen gleich auseinander, keine Angst. Ja.
Sobald es 15 Stück sind. Na los! Okay, und? Oh, sind das? Wir machen weiter, wir machen weiter, wir machen weiter. Wir ziehen 100 Stück in ein. 100, 100, 100. Wir müssten ja jetzt aber eigentlich auseinanderknallen. Die knallen gerade nicht auseinander. Wir sammeln jetzt mal so 1000 Boote. Lass mal nachfüllen hier oben. Ich komm. Oh mein Gott, was? Das gibt eine riesen Explosion gleich. Okay, es sind fast alle weg. Wir müssen nachfüllen. Warte, aber... Ich hab noch welche. Lass gleich erstmal die einen losgehen. Nicht, dass das hier gar nicht funktioniert. Doch, das klappt. Vertrau mir, Max. Okay. Ich füll Boote nach. Ach du Scheiße. Ey, ich will jetzt mal sehen, wie das Video jetzt gleich auseinandergehen. Ich stehe hier unten. Okay, ich füll nochmal nach. Okay, oh, es geht weiter. Das ist zu cracked. Das ist zu cracked, Bro. Der Server crasht gleich. Hör auf nachzufüllen jetzt. Okay, noch einmal. So. Okay. Oh mein Gott, bist du bereit? Ich bin bereit. Stups an. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich auch. Okay, wir müssen das Stups schlau an. Machen. Ja, warte, ich versuche hier irgendwie ins Wasser zu kommen. Wir müssen das schlau machen, sonst haben wir die gleich alle hier oben. Ja, mach auf jeden Fall da keinen Platz, wo die rausgehen können oben. Oder warte, ich kann hochschwimmen und die berühren. Ja, schwimme hoch. Ich mach. Geh unten. Okay. Dann kannst du es besser sehen. Ja. Ich berühre sie gerade. Bau dazu. Oben ist noch auf an der Seite. Nicht, dass sie oben rausgehen. Oh, ich krieg Schaden. Oh mein Gott! Wow! Let's go! Was? Okay, Bankshaus. Wie viele? Bankshaus ist los, Digga. Alter, oh mein Gott! Leute, wir haben Bankshops genommen! Guck mal nach oben, da kommen immer noch Hunderte runter. Alter! Bro! No way! No way, Bro! Alter! Das war's! Ach du Heilige! Bro! Da kommen immer noch Hunderte runter! Guck mal nach oben! Ach, das hört nicht mehr auf! Nein, das ist zu viel, das ist zu viel, wir haben übertrieben. Nein, wir haben das nicht übertrieben. Das ist zu viel. Doch, man kommt hier gar nicht raus. Bruder, guck mal, da kommen immer noch mehr! Das hört immer noch nicht auf! Seit einer Minute fallen hier oben. Oh, das hört nicht mehr auf, Leute. Es hört nicht auf. Das passiert, Banks, wenn du dich mit den Prankern anlegst. Du hast dich mit Andy und Mr. Berger. Ja, Andy und Mr. Berger. Niemand weiß, wer wir sind. Warte mal, ich baue uns mal hier raus. Alter. Ich komme nicht raus. Hier oben sind auch noch richtig viele. Die müsst du auch noch runterkriegen. Irgendwie. Ja, ich gehe jetzt eh mal kurz hoch aufs Dach, weil ich will, dass es von außen so aussieht, als wäre nichts. Und wenn er dann reingeht. Wir machen das alles weg. Wir machen das alles hier oben jetzt weg. Ach du Heilige. Also. Ja, komm mal nach oben, weil hier sind noch richtig viele Boote. 100 sind hier noch. Komm. Wir haben es echt übertrieben, Leute. Oh mein Gott. Nein. Komm mal zu mir. Ja, ich bin hier oben. Nein, Bro. Das ist nicht okay. Komm mal, berühr mal dieses Boot hier vorne. Da sind 100 ineinander. Oh! Alter, man klitscht da weg. Da sind 1000 Boote ineinander. Wir haben Minecraft gebrochen. Bauen wir hier oben alles ab? Ja. Wir müssen jetzt hier oben... Er soll das von oben gar nicht sehen, dass hier irgendwas gemacht wurde. Oh mein Gott! Was ist denn jetzt? Nein. Oh, oh. Was machen wir mit den Booten hier auf dem Dach? Bro, egal. Lass die hier oben. Nein. Das sieht richtig schön... Das sieht richtig schön versaut aus. Das ist der heftigste Prank. Also ich glaube, Prank-Duell haben wir gewonnen. Das kann man nicht toppen. Den Prank... Das kann man nicht toppen. Kann man nicht mehr toppen, ja, denke ich auch. Stell dir mal sein Gesicht vor, wenn er in sein Haus kommt. Er kann das nie wieder reparieren. Er muss eigentlich alles in die Luft jagen hier. Das kann man nie wieder reparieren, Leute. So, Banks. Das passiert, wenn du dich hier mit den Falschen anlegst. Was ist denn hier los? Flauschi, guck mal. Hey, Flauschi. Guck dir mal das Haus von Banks an. Warum sind hier so viele Boote? Ja, das ist eine gute Frage. Oha, was ist da unten denn los? Ach, du Heilige. Ey, Candy, lass mal noch hier die Boote auf der Straße wegmachen. Klatsch mal hier die auf der Straße weg, dass die wirklich nur in sein Haus sind. Bro, guck mal. Guck mal von außen rein. Komm mal zu mir. Was? Guck mal hier durch das Fenster. Man sieht hier nur diese Paddel, Leute. Ja auch. Oh mein. Ey, sein Haus platzt wirklich aus allen Nähten, ne? Echt so. Sein Haus. Nicht die Tür aufmachen, sonst kommt alles raus. Nein, ich hab nichts. Ihr wartet doch gerade mit dem Boot. Also ich wollte eigentlich noch so eine Sensorbombe machen, aber ich glaube, das reicht hier schon gefühlt. Das ist ja echt, also wir haben ihn absolut hops genommen. Ey, place mal die Boote. Ja, place mal die Boote, die auf der Straße liegen, genau hier in seinen Pool noch rein. Schild musst du ihm schreiben. Da ist kein Platz mehr. Ahoi, Matrose. Da ist einfach kein Platz mehr, um ein Boot zu machen. Ja, das ist eine gute Idee. Hast du ein Schild? Ich hab
jeden Fall genug Holz für ein Schild. Ich habe ein paar Boote. Digga. Ja, Boote nehmen wir auch. Digga, oh mein Gott, wir haben... Candy, das reicht noch nicht. Ja. Ich mache jetzt gleich noch eine kleine TNT-Falle. Nein. Doch. Max, das geht zu weit. Wow, Gleiches mit Gleichem. Warte. Dein ganzes Haus ist kaputt, der kann das nie wieder benutzen. Ahoi. Wie schreibt man Matrose, mit D oder T? Mit D. Ahoi, Matrose. Schreib noch. Warte, wir schreiben ihm ein Buch. Wir schreiben ihm ein Buch, wo wir so schreiben. Wir haben gehört, du fährst gerne Boot. Weil das Ding ist, das hat er mir im Privaten auch erzählt. Banks hat selber ja auch eine Yacht, auch im Real Life. Ach. Und der fährt auch gerne mal Boot, hat er mir gesagt. LG. Der hat so eine 50-Meter-Yacht. Dein Lieblingsnachbar iCrimex. Ich habe alle Boote noch reinbekommen in den Pool. Stark, Flauschi. Sehr, sehr gut. Ich komme hier selber nicht mehr raus. Hilfe. Weg! Wie weg? Doch, Banks kommt. Weg! Wie er kommt? Alle weg, alle aufs Dach hier von der Firma. Oh. Alles aufs Dach. Oh nein, nein, nein. Banks ist auf dem Weg. Woher weißt du das? Weil ich ihn gehört habe, verdammt. Komm schnell hier aufs Dach. Okay. Hier haben wir einen guten... Ne, da oben fliegt Snoopy. Aber eigentlich... Ja, wir warten mal ab. Alter, ey, jetzt noch seine Reaktion, das wird lustig. Oh, oh. Geh mal aufs Casino, dann hören wir ihn auch. Ja, das ist gut, das ist gut. Lass uns hier warten, bis er da ist. Ey, Leute, wenn Banks jetzt kommt, das wird zu lustig. Das ist die Rache für mein Haus. Was? Mag hier sogar die obere Etage auch. Ja, ey, selbst im Obergeschoss ist alles voll mit Booten, Leute. Bro, ey, lass uns in eine Gruppe gehen, dann hört er uns nicht. Lass uns in eine Gruppe gehen. Ja, ja, wir gehen in eine Gruppe, ja. Hörst du mich? Hörst mich? Ja, ja, ja. Hören wir uns alle? Flauschi? Ja, ich bin auch da. Okay, passt. Okay, okay. Jetzt warten wir, bis er da ist. Sieht so krass aus. Da habt ihr euch wieder was richtig Gutes ausgedacht, ey. Guckt euch das an. Da. Sein Haus ist versaut, ey. Das ist echt. Das, oh mein Gott. Ich frag mich, wie es aussieht, wenn der die Tür aufmacht unten, ob da alles rausplatzt. Das werden wir gleich rauskriegen. Ich glaube, das platzt wirklich aus allen Nähten. Bangster. Wo ist er? Wahrscheinlich im Haus. Banks ist da. Wo ist er? Oder er ist noch in meinem Haus. Vielleicht ist er oben bei seinem Jet da oben in der Luft bei Armie. Vielleicht fliegt er erst her. Hat er einen Jet? Ja. Der baut sich gerade ein. Oh, oh. Alter. Es kann sein, dass er... Dann sieht er uns, wenn er herfliegt. Wir müssen irgendwie... Oh, oh. Lass ihn das Paulberg an. Nee, hier, kommt hier hinter. Sehr gut. Das ist richtig unauffällig. Ja. Mit F5 könnt ihr gucken. Stimmt. Guck über die Mauer rüber. Third person. Im Haus ist er auf jeden Fall nicht. Der ist oben bei seiner. Der ist da oben bei sich. Ich wusste gar nicht, dass er sich einen Chat baut. Da oben läuft Snoopy, okay. Ja, oder er ist noch in meinem Haus. Das wäre jetzt voll der Fail, wenn er hinter uns ist. Klar, dagegen habe ich was. Okay. Gut gemacht, Candy. Problem beseitigt. Also Leute, Banks ist auf dem Server drauf. Er müsste eigentlich jeden Moment kommen. Candy, wenn Flausch hier echt recht hat und die Boote mit einem Schwerthit weg sind, dann ist das vielleicht gar nicht so. Oh, kommt der Schuh. Ist das vielleicht gar nicht so schlimm, der Prank? Warte. Hat er uns gesehen? Ich glaube, ja. Ich glaube, er hat uns gesehen. Er ist am Haus. Er sieht aus. Wie weit ist er vorne? Ist er da unten an seinem Eingang? Nein, er ist nicht unten. Er ist am Seiteneingang. Candy, bist du da? Oh. Er hat dich gesehen. Er hört es nicht, Geh mal in deine Zentrale. Geh in die Zentrale, schnell. Ahoi, Matrose. Liebe Grüße, dein Lieblingsnachbar. Guck dir die Biele aber auf. Wurde ich gerufen? Hallo? Candy, ist alles voller Boote. Was ist mit... Wer ist Tote? Nee, nicht Tote. Chilischote? Sorry, ich war den ganzen Tag dabei. Meine Ohren, das war so laut. Was ist denn hier los? Du musst doch was gesehen haben. Nein, ich hab nichts gesehen. Ihr seid wirklich die schlechteste Nachbarschaftswache, die es überhaupt gibt. Das ganze Haus ist ja hin, oder? Also mein Haus wird gesprengt und Boote und dies und Totems geklaut. Ihr seht nie was angeblich. Aber guck mal hier rein. Nicht so gut aus, oder? Das sieht gar nicht gut aus, ey. Ich sag dir das. Guck mal, wie lange er braucht, um alle wegzuhauen. Liebe Grüße, dein Lieblingsnachbar, iCrimex. Ja, ich hab's gesehen. Das dauert ganz schön lange, was du da machst, oder? Ja, wir müssen aber ein bisschen vorsichtig sein hier. Weil ich hab ihn ja geprankt und ich hab so einen Prank im Prank gemacht, weißt du? Und nicht, dass er das jetzt auch gemacht hat. Ja, ich hätte da auch noch ein bisschen TNT platzieren sollen.
Ja, draußen bin ich draußen. Wieso hältst du so Abstand? Nee, alles gut. Alles gut. Ich mach jetzt hier mal unauffällig. Ach, Banks, mein Lieblingsnachbar. Hallo, Lieblingsnachbar. Ich hab gehört, du fährst gern ein Boot. Ja, du hast mir eine Yacht da gelassen, die habe ich gesehen. Genau, genau. Vielen Dank. Das habe ich mir doch schon immer gewünscht. Gerne. Ja, ich wollte mich auch noch bedanken für deine kugelsicheren Obsidianfenster, die du bei mir eingebaut hast. Hab ich dir verpasst. Weil steht ja auch Krieg jetzt vielleicht bevor, ne? So Lotus-Clan, Alpha-Clan machen alle Stress. Dachte ich, ich beschütze mal den Präsidenten, Bürgermeister ein bisschen korrekt. Mit sicheren Wänden. Ja, auch, auch das TNT unterm Boden haben wir auch. Danke. TNT? Ja, als Selbstschutz. Das war nicht ich. Nee, alles gut. Ich weiß ja, dass du das so als Schutzmaßnahme bestimmt eingebaut hast. Ja, ich habe was ganz anderes mitbekommen. Aha, und was? Kennst du vielleicht zufällig einen geheimen Bunker hier in der Nähe? Ich frag mal so. Geheimen Bunker? Ich habe nämlich mitbekommen, dass der geheime Bunker hier auch gar nicht mehr so geheim ist, ey. Ich will gar nicht wissen, Candy, wem du das alles gezeigt hast. Geheimbunker? Niemanden? Candy, wem hast du das gezeigt? Also von dem Geheimbunker habe ich noch nichts mitbekommen. Nix. Außer, okay, du meinst den, der unter deinem Haus ist. Ja, doch, den doch, den meine ich. Warte mal, du meinst doch nicht den, wo man die beiden Totems hier in so einem schönen, keine Ahnung was, 75-Grad-Winkel hier macht. Meinst du etwa den? Hä, da ist ein Geheimgang, den hab ich ja noch nie gesehen. Ja, ganz komisch. Ja, Candy, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich hab das nicht gesagt. Das war Flauschi. Auch nicht gut. Das auf den heiligen Diamant. War das. Ich wusste gar nicht, dass er da überhaupt ist. Du warst dabei, Flauschi hat das gesagt. Ich war nicht dabei. Also Leute, ich muss jetzt los. Tschüss. Na gut, Banks, ich lass dich mal mit deinen Booten alleine. Viel Spaß dir. Tschüss. Gut. Ciao, ciao. So Leute, das war der Prank an Banks. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dann. Haut da rein, Leute. Euer Kramix. Super.